gibt massive Leaks zu Star Wars Jedi Fallen Order. Nicht nur was zu den Lichtschwertern, sondern eigentlich auch zu sehr viel mehr. Es wurde schon das Spiel gestreamt und zwar stundenlang auf YouTube von irgendwelchen random Accounts. Dazu jetzt ein bisschen mehr. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Wie immer geht hier hinten das Lichtschwert an. Da hinten. Ist immer seitenverkehrt in der Aufnahme. Genau. Übrigens, seht ihr schon, worum es geht? Hier ist der Griff des Laserschwerts. Da haltet ihr es fest. Eine Klinge, noch eine Klinge. Das und mehr jetzt. Das ist übrigens die Life Xpeam. Keine bezahlte Werbung habe ich mir selber gekauft, aber die Leute fragen immer wieder. Ich hoffe, dass ich die euch verlinke. Ja, zuallererst, mein Name ist Fragnard. Bei mir gibt es nicht nur weihnachtliche Pullis, sondern auch Tipps, Tricks, Guides und Gameplay zu aktuellen Spielen, wie zum Beispiel Star Wars Jedi Fallen Order. Cyberpunk wird es hier auch geben. Das nächste Assassin's Creed, das letzte Assassin's Creed und alles Mögliche. Also, ja. Ich hoffe, ihr seid hier wunschlos glücklich. Ich konzentriere mich allerdings auf Tipps und Tricks, News und Infos. Nicht auf Lore. Das gibt's hier nicht. Star Wars Jedi Fallen Order, das ist das Spiel, was uns alle begeistert und hoffentlich auch in Zukunft begeistern wird. Für mich ein potenzielles Spiel des Jahres, könnte sein. Und es gibt jetzt einige Leaks. Und der markanteste zuerst, aber erstmal nochmal ein kleiner Hinweis. Ja, es könnte sein, dass ihr ein bisschen gespoilert werdet hier. Ich werde mich zurückhalten und wenn irgendwas kommt, wo ich denke, okay, das ist ein harter Spoiler, dann sage ich, okay, jetzt kommt ein Spoiler und werde euch dann im Video einen Timestamp geben, dass ihr quasi den Spoiler überspringen könnt. Ja, einige Leute beschweren sich auch über die Trailer und so weiter, dass das alles Spoiler ist, aber an einer Stelle muss man halt sagen als YouTuber, okay, jetzt ist Schluss, das ist für mich jetzt kein Spoiler mehr, sondern einfach nur noch ganz normal bekanntes Zeugs. Legen wir los. Es gab schon einen Leak vor etwas über einer Woche und das waren die Trophäen. Trophäen sind jetzt nicht das Spannendste, aber Sabersmith war schon mal eine sehr, sehr spannende Sache, ja. Also Schmied des Schwertes, also des Lichtschwerts. Und das hat sich bestätigt. Es wurde geleakt, dass wir unsere Lichtschwerter anpassen können. Das war schon vorher bekannt. Es war bekannt, die Lichtschwerter könnt ihr so ein bisschen so anpassen wie im Star Wars Themenpark, irgendwo in den USA. Vergessen, wo das ist. Auf jeden Fall sollt ihr in dieser Art im Spiel hier eure Lichtschwerter anpassen können. Das haben auch Leute von EA so bestätigt und bedeutet, ihr könnt den Kristall, den Griff und so weiter. Halt alles Mögliche anpassen. Das Krasse ist halt, gestern gab es dann einen fetten Leak auf Reddit und geleakt wurde nicht nur, dass es eine Doppelklinge geben wird, also eine Darth Maul-mäßige Lichtschwertklinge hier im Promomaterial, sondern, dass wir die auseinanderbauen können, zusammensetzen können, dual-wielden können, also quasi Schlagzeug spielen mit einem Lichtschwert. Mega krass. Nicht nur das wurde geleakt, nein, auch noch weitere Dinge, unter anderem Fähigkeiten. Es gibt sehr viel Gameplay schon im Netz zu sehen. Ich werde das hier in diesem Video nicht zeigen, aus dem einfachen Grund, dass ich nicht möchte, dass mein Kanal gelöscht wird. Aber ich gebe euch einfach mal die Empfehlung, geht auf reddit.com/r/StarWarsLeaks. Da könnte vielleicht was zu finden sein. Vielleicht. Aber machen wir weiter mit den Infos, was es denn so alles gibt. Ihr habt es gerade schon gehört, es wird doppelte Klingen geben. Das wird schon mal mega, mega krass. Es wird verschiedene Lichtschwertfarben geben. Folgende Farben wurden auf jeden Fall geleakt. Blau, Cyan, Grün, Indigo, Lila, Gelb, Magenta und Orange. Das sind anscheinend hier die Farben der Lichtschwerter. Wir haben auch schon einige weitere Hinweise auf Planeten, auf denen das stattfinden wird, beziehungsweise Namen von verschiedenen Levels. Das heißt, wenn du nicht wissen möchtest, welche Levels es gibt, dann schalte jetzt ein paar Sekunden vor. Ich werde dir einfach dann schreiben, so 30 Sekunden oder so. Spul einfach mal 30 Sekunden vor, komm. Vorkommen werden Bogano, Zepho, Kashyyyk, Datomir, der Fight Club, Ilum, Fortress, das Z-Do-Not-Chip, keine Ahnung, was das für ein Level ist, Testbeds-Levels, also irgendein Testraum, Hyperspace, Hyperraum und Flashbacks. Flashbacks? Krass. Auf jeden Fall sind das die Levelnamen, die jetzt schon geleakt wurden. An der Stelle muss ich sagen, ist der Leak relativ vertrauenswürdig, weil er mit Gameplay-Material aus dem Spiel auftrumpft, die vorher noch nicht gesehen wurden. Hier wird auch übrigens einiges noch von EAs Promomaterial anscheinend gezeigt oder Ingame-Material, wo die Fähigkeiten gezeigt werden. Auf jeden Fall sieht es so aus wie ein Trailer und da werden halt so Sachen wie ein Lichtschwertwurf gezeigt, aber wir haben jetzt auch nochmal hier eine Liste von Angriffen. Also wenn du die Angriffe finde ich wissen möchtest, auch dann, ja, am besten schaltest du dann jetzt ab. So, lass gerne ein Abo da und dann hau lieber rein, bevor du zu viel gespoilert wirst. Auf jeden Fall gehen wir jetzt nochmal die Angriffe durch, die es hier geben wird. Wir haben die Air Focus Attack. Cool, 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 cool. Auto Blaster Deflection. Ich meine, das ist nice, wenn du Blasterschüsse automatisch abwehrst. Cool. Delay Attack Staff Saber. Was? Dann haben wir nochmal die Delay Attack, eine Double Blade Focus Attack Upgrade. Das sind übrigens geleakte MP4s, also in den Game Files wahrscheinlich findest du eben ein
einzelne MP4s. Und du kennst es ja aus Spielen, in den Skilltrees hast du dann immer so eine kleine Vorschau, wie die Fähigkeit denn aussieht. Und das wird das meiner Meinung nach sein. Ja, das hatten wir bei Assassin's Creed und so weiter auch immer so. Focus Attack wird dabei sein, Force Pull, Force Pull 2. Also kurz nochmal vielleicht als Hinweis für euch, es wird nur Lichtsachen geben. Also nur gute Seite der Macht, dunkle Seite der Macht Fähigkeiten wird es nicht geben. Ihr habt das Force Slow Upgrades, Force Slow Upgrade 2, also für die Verlangsamung. Wir haben eine Increased Leap Distance als ein Skill, den wir skillen können. Damit können wir weiter springen. Increased Throw Distance, also weiter werfen. Zum Beispiel unser Laserschwert. Jedi Evade, also das Ausweichen, wurde geleakt. Der Leap, Lightsaber Throw, Lightsaber Transform Attack, Single to Double. Und das ist halt das mega krasse, was ich finde. Du kannst halt dein Lichtschwert transformieren, mitten im Kampf und bist halt voll flexibel. Und wir kennen ja die verschiedenen Möglichkeiten, ein Lichtschwert einzusetzen. Also klassischerweise hatten die Jedi ja eigentlich immer ein Lichtschwert mit einer Klinge. Defensiv hast du vor allem die doppelseitigen benutzt, wie doppelseitiges Klebeband, mit dem ich da hinten meine Panels befestigt habe. Oh mein Gott, warum erzähle ich den Quatsch? Und dann gab es noch die zwei Einhänder und die werden halt immer als besonders aggressiv und zerstörerisch bezeichnet. Aber du bist natürlich dann vielleicht auch nicht mehr so fokussiert auf diese eine Klinge. Und das sind also die Sachen, die ich zumindest darüber mitgenommen habe. Wir haben noch eine Sprintattacke als geleakten Skill, ein Upgrade Push 1, ein Upgrade Push 2 und die geupgradete Fokusattacke. Also alles relativ nichtssagend, beziehungsweise klar, also Force Pull und so weiter, das war alles eigentlich eh schon klar, aber was halt heftig ist, dass wir das Lichtschwert transformieren können, das Promomaterial oder die Videos sehen auf jeden Fall sehr beeindruckend aus und ja, es gibt auf der Seite auch einen heftigen, heftigen Spoiler. Und an der Stelle, 100.000 Mal Spoiler-Alarm. Wer jetzt nicht abschaltet oder vorspult 30 Sekunden, der darf sich nicht ärgern. Also Leute, 5, 4, 3, 2, 1. Darth Vader wurde geleakt. Wie krass ist das denn? Wir haben in den Game Files auf jeden Fall einzelne Assets von ihm gefunden oder wurden gefunden. Fällt mir gar nichts mehr zu ein. Mega krass. Und das ist halt die Zeit, wo er gerade mal frisch der liebe Darth Vader war. Er war ja vorher noch der Anakin. Das ist ja mal so ein krasser Spoiler. Ich hoffe, ihr habt euch nicht spoilern lassen, wenn ihr es nicht wolltet. Ich persönlich bin da so immun gegen geworden. Keine Ahnung. Spoiler jucken mich gar nicht mehr. Ich meine, in jedem Livestream, wenn ich irgendein neues Spiel spiele, kommt irgendjemand rein und schreibt irgendwas. Das ist mein Alltag. Aber für einige von euch ist es einfach nervig und deswegen hoffe ich, dass ihr jetzt hier nicht zu krass gespoilert wurdet. Heftig, oder? Es gibt übrigens zwei Planeten in dem Spiel, die ihr nicht erkunden könnt, und zwar Umbara und die Inquisitor-Planeten. Keine Ahnung warum, weiß man nicht. Vielleicht wird es noch ein kostenpflichtiges DLC oder ein kostenloses DLC geben, könnte ich mir vorstellen, muss aber nicht sein. Übrigens gibt es noch eine krasse Info. Als Cal kannst du dein Lichtschwert zerteilen, eins werfen und mit dem anderen weiterkämpfen. Mega gut. Zusammenfassend kann man sagen, dass es schon ein paar echt fette Leaks sind. Krasse Leaks, heftig. Ich meine, es gab einen Livestream, der nicht nur das hier geleakt hat, sondern noch viel mehr. Es ist einfach nur heftig. Es gibt auf jeden Fall schon sehr viel Gameplay von dem Spiel zu sehen. Darüber möchte ich jetzt nicht so viel spoilern. Auf jeden Fall waren das halt hauptsächlich Kanäle, die sehr unerfahren sind, die sehr neu sind und frisch gegründet. Nur die haben anscheinend hier das Gameplay gestreamt, weil es wahrscheinlich ist, dass EA das strikt. Und drei Strikes löschen deinen Kanal und niemand möchte, dass sein Kanal gelöscht wird. Also ich zumindest nicht. Deswegen verzeiht mir, wie gesagt, auch nochmal, dass ich das hier euch nicht zeige, sondern nur davon erzähle. In jedem Fall finde ich, das sind sehr, sehr, sehr krasse News. Kleiner Tipp dann nochmal, geht auf reddit.com/r/StarWarsLeaks und schaut euch da ein bisschen um. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich unglaublich auf das Spiel. Wir werden das hier streamen, gemeinsam am Freitag. Ich würde mich freuen, euch dazu zu begrüßen. Wer übrigens das Spiel noch sucht, der kann bei meinem Partner eneba.com vorbeischauen. Bei denen gibt es das für 45 Euro. Und wer eben das nicht auf Origin möchte, sondern auf PlayStation, der kann sich da eine PlayStation Network Karte, achtet darauf, dass die auch deutsch ist, ja, also PlayStation Network Card Germany, für 42 Euro kaufen, 50 Euro Guthaben, mega guter Deal, wie ich finde, und kann sich auf jeden Fall lohnen. Mit dem Code FRAGENHAND spart ihr nochmal 3% und es gibt nochmal einen Link von mir, so einen Willkommenslink, darüber spart ihr nochmal 1 Euro. Also kriegt ihr das irgendwie für 40 Euro, 50 Euro Guthaben. Finde ich einen ganz fairen Deal. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und ja, abonniert diesen Kanal, um regelmäßig zu Star Wars Jedi Fallen Order auf dem Laufenden zu bleiben. Ich werde das Spiel hier auf jeden Fall auseinandernehmen. Und zwar gameplay-technisch. Ja, es wird dir Tipps geben für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis. Vielleicht irgendwelche kleinen versteckten Dinge, irgendwelche Kristalle, die ihr nur schwer ergattert. Sowas wird es hier geben. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr wurdet nicht zu krass gespoilert.
Ich persönlich muss sagen, wie gesagt, mich juckt sowas nicht so, aber es gibt einige Leute, die dann schon ziemlich krass weinen, was ich auch verstehen kann, weil halt so ein bisschen die Magie des Spiels dadurch flöten geht. Das ist halt leider einfach so und ja, in Zeiten des Internets unumgänglich. Also, wer erinnert sich noch an Han Solo stirbt? Das war ja omnipräsent übers gesamte Internet verteilt. Bisschen schade, aber in diesem Sinne sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video zu Star Wars. Ich freue mich so. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnachs.